Ja, moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video beim Hochsauerland Gaming. Ja, es ist was passiert auf der Farm. Wir haben ein nächstes PS-Monster uns zugelegt. Wie ich das im letzten Video auch schon angekündigt habe, werden wir uns jetzt langsam dem Sägewerk nähern, um endlich unsere Paletten herzustellen für unsere weiteren Gebäude, die wir bauen werden. Ja, dazu werden wir jetzt einmal rumswitchen. So, hier ist er. Hier ist der Scorpio King von der Firma Bonze. Ja, es wird jetzt langsam geht's auf dem Höhepunkt zu. Wir werden jetzt einmal rüberfahren. Zu unserem Hof. Unsere anderen Bäume sind noch nicht so weit, aber ich habe noch ein paar Bäume, die auf dem Grundstück auf der Ecke stehen. Damit werden wir mal anfangen und werden die restlichen Bäume noch fällen. Und wenn wir dann unsere Sojabohne verkauft haben, werden wir noch den LKW dazu kaufen, den ich hier habe, um das Holz ins Sägewerk zu bringen, dass unsere Produktion dann endlich starten kann. Weil es wird auch, ich weiß nicht, ob es schon in der nächsten Folge ist oder in der übernächsten Folge, werden wir dann weitere Gebäude bauen, wo wir Paletten brauchen, Zuckerfabrik, Whiskybrennerei, die Brauerei und Bier herzustellen. Das weiß ich noch nicht, was ich als nächstes dann kaufen werde, wo wir diese Paletten benötigen, aber erstmal müssen wir ein paar Paletten im Voraus produzieren, um erstmal ein bisschen Lagerkapazität zu haben. So, wir sind jetzt auch schon angekommen, wie man sieht. Ich habe am Anfang des Spiels hier schon mal ein bisschen gewerkelt. Bäume habe ich schon gemacht gehabt, aber habe das dann hatte ich nur gemietet. Jetzt habe ich ihn gekauft und jetzt werden wir anfangen, unsere ersten Bäume hier zu sehen. Gut zu sehen, Entschuldigung. Weiß gar nicht, wie ich darauf komme, Bäume zu sehen. Wir stellen einmal ein die Schnittlänge. Wir werden das Ganze auf 6 Meter machen. Weil 6 Meter einfach für den LKW am lukrativsten ist. So, dann werden wir mal anfangen. Wir werden uns den ersten Baum schnappen. Jetzt muss ich nur mal schauen, dass wir das auch so lagern, dass wir das mit dem LKW auch gut aufladen können. Müssen wir die Stämme so ziemlich, ja, sag mal, auf einen Haufen bringen. Desto einfacher ist es dann nachher mit dem LKW dies aufzuladen, als wenn wir das jetzt einfach mit Holz und Gefähr hinlegen. Dann fangen wir einfach mal an zu sägen. Würde ich sagen, holen wir gleich im nächsten. Wichtig ist es, die Bäume immer weit unten abzuschneiden, desto weniger Stümpfe haben wir hier stehen.
Stumpfe müssen wir natürlich mit einer Fräse dann auch noch wegmachen. Und ich werde hier aber auf jeden Fall auch neue Bäume ansehen. Hoppala, wo wollt ihr denn hin? Um einfach hier noch ein bisschen Wald zu haben. Also welchen nehmen wir jetzt an als nächsten? Würde ich sagen, wir fahren mal hier rüber. Schnappen uns jeden Baum hier. Der kippt aber. Ja, das war's wieder komplett. Das war's jetzt wieder komplett. Aber es, wir haben es glaube ich nochmal. Ja, wir müssen einmal hier ein bisschen rüberfahren. Wir sehen, was wir hier hin. Also ganz genau aufeinander kriegen wir die Stämme sowieso nicht. Aber das ungefähr, das so auf einen Haufen liegt, lässt sich nachher leichter einsammeln. So, dann nehmen wir den kleinen noch. Ist nur ein kleiner Baum, das wird wahrscheinlich nur einen Stamm geben. Und bevor wir jetzt hier weiter sägen, wollen wir einmal gucken, weil unser Drescher ist nämlich auch fertig. Wir machen dann gleich jetzt hier weiter. Unser Helfer. Wird so nicht funktionieren. Aber den können wir jetzt eh umparken. Den stellen wir einmal hier an das Feld. So ziemlich am Rande hin. Wir lassen den einmal hier stehen, schauen einmal weiter. Unser Helfer ist auch gleich fertig mit dem Feld. Dann nehmen wir gleich die nächsten Bäume. Jetzt habe ich hier natürlich so einen riesen langen Stumpf stehen. Ja,
das ist immer so ein bisschen Millimeterarbeit, was man so leisten muss. Aber wir kriegen den gut gesägt ab. Fällt auch in die richtige Richtung. So, dann sägen wir den auch noch klein. Ja, Freunde, ich habe auch noch was vor. Was haltet ihr davon, wenn ich am Wochenende mal einen Livestream starte? Dass wir hier einfach mal live spielen. Hätte ich wirklich mal richtig Lust drauf. Welchen nehmen wir jetzt als nächstes? Ich würde sagen, ich würde gerne den Großen erst nehmen, aber der Kleine steht mir noch im Weg. Deshalb müssen wir erst den Kleinen noch mitmachen. Ja, was haltet ihr davon von diesem Livestream? Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr das euch mal wünscht, was wir dann in den Livestream auch machen, könnt ihr auch mal reinschreiben. Ob wir dann anfangen, neue Gebäude zu kaufen. Ja, das überlasse ich euch jetzt mal in den Kommentaren, was wir da als nächstes dann machen werden. Das sollt ihr jetzt mal entscheiden, was wir als nächstes dann machen werden. Aber ihr solltet das Ganze so gleich mal, ja, war so mein Wunsch, ein bisschen mitzugestalten, wie das hier weitergeht. Würde mich freuen, wenn auch einer mal einen Kommentar dazu schreiben würde, wie wir dann weiterverfahren. Das Fitzelchen bleibt noch übrig. Wieso gehört dieser Baumtyp nicht dazu? Achso, das ist von der Ast oder dieser Baumstumpf gar nicht ist. Klar, dass ich den nicht absägen kann. Und der Wolfer hat auch schon fast einen vollen Tank hier. Das Aufladen der Stämme, das werde ich dann natürlich ja, offline machen. Das werde ich dann mal offline machen, weil das doch, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Werde dann aber auch rechtzeitig wieder da sein, wenn ich mit dem LKW ins Sägewerk fahre, dass wir dann sehen, wie die Holzproduktion beginnt. So, tanken wir einmal den Drescher ab, oder? Die anderen Bäume noch fällen, das wird auf jeden Fall ein Megaprojekt werden. Ein riesengroßes Holzprojekt, was wir da starten werden, um dann ordentlich Paletten zu produzieren. Weil wir werden sehr viele Paletten benötigen für unsere ganzen Produktionswerke, die wir noch bauen müssen, aber dafür müssen wir erstmal ein bisschen Geld reinkriegen. Weil, wie man auf meinem Kontostand natürlich sieht, ist der enorm geschrumpft.
weil der Bomser einfach auch richtig viel Geld kostet. Der ist auch fertig. Den werden wir jetzt einmal voll machen. Einmal mit Dünger und einmal mit Saatgut. Und weil das wird mir sonst ein bisschen zu eng werden für das nächste Feld. Könnte dann nämlich sein, dass dann unser Helfer stehen bleibt, weil einfach dann der Tank leer ist. Und dem Problem möchte ich gleich von Anfang an aus dem Weg gehen. Deshalb machen wir jetzt einmal die Sämaschine wieder voll. Ja, mit unseren Obstbäumen werden wir jetzt auch dann in einer der nächsten Folgen weitermachen. Und ich glaube, unsere Früchte sind nämlich schon erntereif. Da werde ich euch dann auch rechtzeitig wieder ein Video machen, wenn wir die Obstbäume ernten. Dazu müssen wir aber erst noch die Kartonfabrik bauen, weil wir müssen Kartons herstellen. Ja, aber was soll man dazu sagen? Ich habe so viele Ideen, was wir hier machen können, was wir bauen können. Aber leider ist es auch immer eine Frage des Geldes. Und bevor wir was bauen können, müssen wir hier ordentlich wirtschaften, produzieren, verkaufen, ansäen, ernten. Es ist viel Arbeit hier zu tun. Ja, von nichts kommt halt auch nichts. Man kriegt dieses auch nicht geschenkt. Aber eins nach dem anderen, schön langsam, werden wir ein Gebäude nach dem anderen bauen, eine Produktionsstätte nach dem anderen in Betrieb nehmen. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Und ihr möchtet ja auch noch weiter Videos sehen. Es wird demnächst auch auf meinem Kanal noch Gameplays von anderen Spielen kommen. Nicht nur vom Landwirtschaftssimulator 19. Ich werde auch noch andere Spiele oder Gameplays hier präsentieren. Von Anfang an. Dazu möchte ich aber noch nicht weiter drauf eingehen. Es soll eine Überraschung für euch sein. Weil sonst ist ja die ganze Überraschung weg und jeder weiß schon so ungefähr, was dann kommt. Lasst euch überraschen. Ja, dazu dann später mal mehr auf meinem Kanal. Okay, gut. Wir werden jetzt, ja, oder was heißt wir? Ich denke jetzt mal, dass mit der Holzproduktion habt ihr jetzt gesehen. Wir haben den Ponse jetzt. Hab jetzt ein paar Bäume gefällt für euch. Werde natürlich noch ein paar Bäume weiter fällen und das Ganze dann auch aufladen. Das Ganze werde ich aber dann offline machen, weil das einfach zu viel Zeit in Anspruch nimmt und ich euch nicht hier mit minutenlanger Fellarbeit voll bombardieren möchte. Es soll ja auch ein bisschen Abwechslung in dem Spiel sein. Nützt mir nichts, wenn ich euch 30 oder 40 Minuten nur zeige, wie man Bäume fällt. Das wisst ihr wahrscheinlich selber. Aber auch dies könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wie euch das oder dieser Spielaufbau so gefällt. Ist es euch zu langweilig oder mehr Abwechslung? Wollt ihr mehr Gebäude sehen, wie mehr Produktionen entstehen oder mehr Feldarbeit oder wollen wir uns noch Schweine dazu holen? Die werden sowieso noch kommen, um einfach mehr Tierproduktion zu machen, um Kartoffeln anzubauen, Zuckerrüben, weil dies werden wir für die Schweineproduktion benötigen. Das würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreiben würdet mal, was wir da ja, weitermachen oder wie ihr den Spielaufbau gerne sehen würdet, wie ich das gestalte.
Das überlasse ich euch jetzt mal. Sicherlich treffe ich auch noch selber eine Entscheidung. Wenn keiner einen Kommentar reinschreibt, entscheide ich dann selber, wie ich weitermache oder was am effektivsten und lukrativsten ist. Ja, so weit, so gut. Schauen wir mal weiter, was unser Helfer im Drescher macht. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir haben erst 38% Ladevolumen von der Sojabohne. Ich habe jetzt, wie gesagt, Weizen angebaut, weil wir ein bisschen Stroh brauchen für unseren zweiten Anhänger. Oder besser gesagt, den zweiten Ladewagen, den ich mir dann mit Stroh voll geladen auf den Hof stelle, als Bunkerkapazität quasi. Würde auch noch, ja, ich habe noch ein Heu- und Strohlager, was ich bauen kann. Das wird auch noch kommen, um dann aber nur Stroh zu lagern, weil Heu habe ich noch genug bei den Schafen stehen. Und des Weiteren werde ich noch, ja, ich bin ja noch drauf und dran, weil unser Schafstall wird zwar hier noch hinpassen, ja, aber wird dann ein bisschen eng. Ich möchte gerne noch Feld 12 kaufen, 14, 22, 7 und 6. Ja, wenn man sich die Preise mal so anguckt, wenn ich hier durchswitche, wenn man das alles mal so ein bisschen zusammenaddiert, müssen wir noch sehr, sehr viel ernten und verkaufen. Ist ein langer Weg, ist machbar, eins nach dem anderen. Und wir werden auch mit der Arbeit weitermachen. Die Arbeit wird auf dem Hof nicht weniger, es wird immer mehr, wenn die Produktionsstätten noch dazukommen, die wir dann auch noch bauen müssen. Ja, es ist ein Vollzeitjob von früh bis abend hier. Bauer sein mit Landwirtschaft und Tieren ist nicht einfach. Kennt der ein oder andere aus dem realen Leben vielleicht, wenn unter den Zuschauern auch reale Bauern sind, ob nur Viehwirtschaft oder Agrarwirtschaft. Ihr wisst selber, was es für Arbeit ist. In dem Spiel ist es zwar ein bisschen leichter, weil die Preise hier, sage ich mal, gut sind, stellenweise, wenn es im Angebot ist oder was. Im realen Leben ist das ein bisschen schwieriger. Ich kenne es selber, ich habe selber im Freundeskreis Bauern. Ich weiß, was es heißt, arbeiten auf dem Feld. Ist nicht einfach. Gut, das war jetzt dazu, ja, so ein kleiner Real Small Talk. Was ich dann auch gerne im Live-Chat machen werde, ein, ja, Real Talk, einfach auch so, ja, aus dem alltäglichen Leben, nicht nur über das Spiel an sich. Können wir dann ein bisschen Real Talk halten. Soweit würde ich jetzt sagen, ja, lassen wir das Ganze jetzt hier mal gut sein. Fürs Erste. Ich werde jetzt offline noch ein bisschen weiterspielen. Und werde euch dann im nächsten Video wieder da sein. Mit natürlich vollgeladenem LKW-Anhänger. Mit dem Holz, was wir dann gemeinsam ins Sägewerk fahren werden. Und dort dann die erste Produktion zu sehen, was aus unseren Holzstämmen wird. Von daher würde ich sagen, Leute, macht's gut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!